Ist das nicht Bodans Junge? Hallo? Er hat es tatsächlich geschafft, am Leben zu bleiben? Ich wüsste wirklich gerne, wie ihr die alle erledigt habt. Boom! Und wie habt ihr das gemacht? Keine Verzauberung! Ein kluger Junge. Kommt schon, wir müssen noch immer einen Weg an dieser Einsturzstelle vorbeifinden. Wir werden angegriffen! Können wir nicht darüber reden? Thank you.
Ja, na also. Der hier führt genau dorthin, wo wir hinwollen. Lasst uns zurückgehen und Bartram davon erzählen. Er wird überglücklich sein. Bartrand, wir haben einen Weg um deinen verdammten Einsturz herumgefunden. Wird ja auch Zeit. Wir brechen auf! Unglaublich. Ist es das, was ihr erwartet hattet? Ich dachte, es wäre ein verlassener Teig. Irgendetwas Altes vielleicht, aber... Was ist das hier? Woher wusstet ihr, dass wir hier etwas finden würden? Aus alten Erzählungen von Plünderern, nach der dritten Verderbnis. Einen Wochenmarsch unter der Oberfläche, haben sie erzählt, aber niemand hat ihnen geglaubt. Sie sagten offenbar die Wahrheit. Schlag das Lager auf! Wir müssen uns umsehen! Was auch immer da drin ist, scheint einigermaßen unversehrt zu sein. Denkt ihr, wir finden etwas? Bartrand scheint von diesem Ort weit mehr fasziniert zu sein als ihr. Ich bin im Gegensatz zu ihm nicht in Orsama geboren. Wenn die Gewinne nicht so verlockend wären, wäre ich nicht einmal hier unten. All das hier jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich hoffe nur, es ist es auch wert. Vermutlich finden wir ohnehin nichts anderes als noch mehr dunkle Brut und Schutt. Vielleicht doch ein paar Knochen.
Hm. Ich schätze, um das herauszufinden, müssen wir wohl darunter. Ich wusste, dass das passiert. Seht ihr das Gleiche wie ich? Ist das Lyrium? Es ist eindeutig magisch, aber keine gute Art von Magie. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal so eine Art von Lyrium gesehen zu haben. Sieh dir das an, Bartrand. Ich glaube, es ist ein Götze aus reinem Lyrium. Er könnte ein Vermögen wert sein. Du könntest recht haben. Ein exzellenter Fund. Übel. Wir sollten uns weiter umsehen. Vielleicht finden wir ja tiefer drin noch mehr. Mach das. Die Tür! Bartrand, sie ist hinter dir zugefallen. Dir ist auch noch nie etwas entgangen, Varric. Soll das ein Scherz sein? Du willst deinen eigenen Bruder wegen eines lausigen Götzen betrügen? Es geht nicht nur um den Götzen. Allein der Standort dieses Teigs ist ein Vermögen wert und das werde ich nicht durch drei teilen. Tut mir leid, Bruder. Bartrand! Bartrand! Ich schwöre, ich werde diesen Hurensohn finden. Und dann bringe ich ihn um! Hoffen wir, dass es irgendeinen Weg hier rausgibt. Und schon geht es wieder los. Yeah.
Ich will dein Schnitzel! Das ist dein Tod! Was waren das für Dinger? Ich glaube nicht, dass ich das kann. Wir werden angegriffen. Diese Kreaturen grundlos zu Schaden kommen. Ich würde sagen, einfach angegriffen zu werden, dürfte Grund genug für uns sein. Sie werden euch nicht wieder angreifen. Nicht ohne meine Erlaubnis. Was sind das für Dinger? Sie wirken wie Felsgeister, aber... Sie sind hungrig. Die Ruchlosen bewohnen diesen Ort seit unzähligen Zeitaltern. Sie haben sich von den magischen Steinen ernährt, bis sie nichts anderes mehr kannten als das Verlangen. Sie essen das Lyrium? Klingt nach einer ausgewogenen Ernährung. Ich bin nicht wie Sie. Ich bin ein Besucher. Er scheint sich sehr für Ihren Hunger zu interessieren. Er ist ein Dämon und er ist hier, um sich zu laben. Und ich möchte mein Festmahl nur äußerst ungern beenden. Ich spüre euer Verlangen. Ihr wollt diesen Ort verlassen, doch dafür werdet ihr meine Hilfe benötigen. Tut es nicht. Dämonen hintergehen einen immer. Sei vorsichtig. Mir gefällt das nicht. Was sollen wir tun? Warum brauchen wir eure Hilfe, um hier rauszukommen? Es gibt noch eine weitere Tür, die zu den Wegen weit über uns führt. Sie ist es, wonach ihr sucht. Sie ist jedoch verschlossen und kann nicht ohne den richtigen Schlüssel geöffnet werden. Ich weiß, wo dieser Schlüssel sich befindet. Tut, worum ich euch bitte. Und ich verrate es euch. Also, was denkt ihr? Was haben wir schon zu verlieren? Eine weise Entscheidung. Welchen Teil von Dämon habt ihr nicht mitbekommen? Ihr könnt unmöglich von mir verlangen, mich auf eine Abmachung mit dieser Kreatur einzulassen. Nicht weit von hier gibt es eine Gruft, die von einer Kreatur bewacht wird, die mir schon viel zu lange ein Dorn im Auge ist. Vernichtet sie. Und ihr bekommt eure Freiheit. Was ist das hier? Das ist die Schatzkammer.
Hierher müssten die Zwerge ihre... Das ist nicht gut. Jetzt kämpfen wir! Felsgeister sollten eigentlich reine Legenden der Zwerge sein. Es sollte sie überhaupt nicht geben. Für mich hat es real ausgesehen. Ich schätze, das spielt auch keine Rolle. Seht nur, was er bewacht hat. Dies gehört nicht euch. Der Schlüssel, den ihr benötigt, ist in der Truhe. Lasst alles andere unberührt. Auf die Gefahr, denn es gehört mir. Ausspreche. Könnt ihr euch vorstellen, was diese Dinge an der Oberfläche wert wären? Wagt es nicht. Das gehört mir, jedes einzelne Stück. Nehmt allein den Schlüssel, sonst werde ich euch vernichten. Möchtet ihr? Ich bin euch weit voraus. Bianca sagt, der Schatz ist unser. Lasst uns die wertvollsten Stücke einsammeln und von hier verschwinden. Ich würde sagen, das ist unser Weg zurück. Wie lange dauert der Rückweg? Wenn wir Pech haben, vielleicht eine Woche. Und wenn wir Glück haben? Dann stolpern wir unterwegs über Bartrans Leiche. Dieser Teil der tiefen Wege kommt mir bekannt vor. Wir sind wieder dort, von wo wir aufgebrochen sind. Und das in nur 5 Tagen. Nicht schlecht, was? Könnten wir etwas langsamer gehen? Ich fühle mich nicht besonders gut. Wenn du krank bist, werden wir hier lagern. Ich wette, das kommt von diesen tiefen Pilzen, die wir gefunden haben. Nein, ich... Bethany! Es ist die Verderbtheit. Ich kann sie spüren. Ich werde genau wie Wesley enden, nicht wahr? Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben. Ich schaffe es nicht mehr bis an die Oberfläche. Die Schmerzen werden immer schlimmer. Es gibt vielleicht etwas, das wir tun könnten. Ich habe die Karten einem Wächter gestohlen, der nach Kirkwall gekommen war. Ich wollte wissen, ob er nach mir sucht. Das hat er nicht. Die Karten waren für die Planung ihrer eigenen Expedition in die tiefen Wege vorgesehen. Heißt das, die grauen Wächter sind hier? Falls die Wächter hier sind, weiß ich, wo wir sie finden können. Wir könnten Bethany zu ihnen bringen. Um was zu tun? Mich zu einem grauen Wächter zu machen? Ist das überhaupt möglich? Wie wird man zum Grauen Wächter? Das kann ich euch nicht sagen. Aber es ist nichts, was man anschließend wieder rückgängig machen kann. Selbst wenn man es wollte. Das klingt ja immer besser. Sie könnten sich dazu bereit erklären. Das heißt, falls wir sie rechtzeitig finden. Ist der Beitritt zu den Grauen Wächtern eine Art Heilung? Ja, ich schätze schon. Aber das hat seinen Preis.
Und nicht jeder ist bereit, ihn zu bezahlen. Was für ein Preis? Beim Atem des Erbauers spuckt es schon aus. Der Vorgang, um ein Wächter zu werden, ist unangenehm. Und er ist unumkehrbar. Und außerdem bedeutet es, dass ihr eure Schwester vielleicht nie wiedersehen werdet. Sie könnte die Verderbtheit überleben, aber sie muss dafür ein grauer Wächter werden. Und das ist kein einfaches Leben, glaubt mir. Ich sehe keine besseren Alternativen. Hoffentlich habe ich recht. Was ist? Ich glaube, sie sind in der Nähe. Es könnte natürlich auch dunkle Brut sein. Macht euch bereit! Dass ich euch hier begegne, Stroud. Ich könnte dasselbe sagen. Ich dachte, ihr hättet den Kampf gegen die dunkle Brut hinter euch gelassen. Ich bin nicht hier, um gegen die dunkle Brut zu kämpfen. Ich bin auf der Suche nach euch. Ihr wollt, dass wir das Mädchen als Rekrutin aufnehmen? Ja, natürlich wollt ihr das. Es tut mir leid. Ich weiß, das wird euch kein Trost sein, aber wir rekrutieren die Grauen Wächter nicht aus Mitleid. Es ist kein Akt der Barmherzigkeit. Bethany ist eine mächtige Magierin. Ihr wärt ein Narr, sie nicht zu rekrutieren. Das mag sein, aber ich kann es dennoch nicht tun. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen, Stroud. Jetzt, wo die Verderbnis vorüber ist, könnt ihr Wächter euch wohl kaum über ein Übermaß an Rekruten beklagen. So einfach ist es nicht, Anders. Der Beitritt könnte ebenso sehr ein Todesurteil sein wie die Krankheit. Sie wird ohnehin sterben. Nehmt sie mit euch und versucht es. Ich bitte euch. Also gut, ich werde es versuchen. Doch anschließend sind wir quitt. Wenn das Mädchen mit uns kommt, dann sofort. Ihr werdet sie also möglicherweise nie wiedersehen. Ein grauer Wächter zu sein, ist keine Heilung. Es ist eine Berufung. Bist du dir wirklich sicher? Ich wünschte, es gäbe eine andere Möglichkeit. Wenn wir es noch rechtzeitig zur Oberfläche schaffen wollen, müssen wir uns beeilen. Dann ist der Moment wohl gekommen. Kümmere dich um Mutter. Wieder zu Hause. Ich frage mich, ob Bartrand wieder in der Stadt ist. Denkt ihr, ich habe so viel Glück? Glück war bislang nicht unbedingt unsere Stärke. Das ist wahr. Es tut mir leid, was mit eurer Schwester geschehen ist. Sie wird es schaffen. Bethany ist ein zähes Mädchen. Ich hätte Bartrands Verrat kommen sehen müssen. Ich werde diese Ratte finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Ich nehme an, ihr macht euch nun auf den Weg nach Hause, um eure Familie zu informieren. Ich habe wohl kaum eine andere Wahl. Ihr werdet eine reiche Frau sein, Hawk. Es war nicht alles umsonst.